Pathos. Fliegende Ratten. Ja, schießen, ballern. Und nein, das wollte ich nicht machen. Bin ich wieder unten, aber hier genau. Hier ist die Action, hier muss ich hin. Yeah, cool. Mann, das ist echt kompliziert. Auch wenn es nicht so aussieht. Jetzt haben wir schon zwei von der Sorte und... voll aufgespießt. Das gibt eine Racheaktion. Den anderen lasse ich jetzt mal außen vor. Und ausweichen. So kriege ich euch beide. Jetzt aber eben habe ich noch gesagt, du bist nichts. Und jetzt. Ha, ich war schneller, Gott sei Dank. Cat, bin auf dem Weg. Ja, jetzt dürfte es eigentlich gar kein Thema sein, zumindest daran zu kommen. Das hätte natürlich nur ein bisschen... Genau. Perfekt. Nutzen wir den Schlüssel. Ah! Silberschlüssel. Okay. Was machen wir denn da hinten? Wahrscheinlich von der Plattform da. Das versuche ich mal schnell. Denn das müsste eigentlich gehen. Bevor wir dieses Level hier verlassen. Vielleicht kommt ja nochmal was dazwischen. Erst einmal so. Hier, dann dort. Noch ein bisschen weiter hüpfen. Oh. Aber Moment. Ja, okay. Und von hier aus... Kann ich mich jetzt so da ranziehen? Ey, der hat mich verarscht, der Wichser. Okay, dann springen wir halt dort rüber. Ja, so. Verdammt! Lassen wir das. Den holen wir uns irgendwann später, wenn wir mehr Fähigkeiten haben oder wenn ich ein bisschen besseren Spielskill habe. Ja, so. Alles ist möglich. Und raus. Oder? Jo. Silver Sachs Tower. Die mächtigste Investmentbank der Welt. Und wer leitet sie? CEO Kyle Ryder. Eine menschliche Hülle. Das physische Erscheinungsbild von Mundus. Durch Schulden kontrolliert er die ganze Welt. Für Mundus ist die Welt eine Zuchtfabrik für menschliche Seelen. Und er hält sein Vieh gut überwacht und fügsam. Für die Überwachung verantwortlich ist die Raptor News Corporation. Ein globales Netzwerk von Überwachungskameras. Satelliten und Spionen. Das Mittel zur Fügsamkeit ist allerdings etwas hinterhältiger. Was denn? Du trinkst es gerade. Das erfolgreichste Erfrischungsgetränk überhaupt, Virility. Die Rezeptur ist dämonisch. Ist okay. Es hat keine Wirkung auf uns, nur auf Menschen. Lobotomie aus der Dose. Wie gehen wir vor? Das ist das Höllentor. Die Verbindung, aus der Mundus seine Macht schöpft. Solange er mit dem Höllentor verbunden ist, ist er unsterblich. Doch wenn wir ihn fortlocken könnten, würden unsere Schwerter ausreichen. Und wie machen wir das? Seine Aufmerksamkeit wecken. Mundus ist engstirnig und impulsiv. Wenn wir ihn so wütend machen, dass er die Kontrolle verliert, wird er sich uns zeigen. Okay,
Also um Mundus zu töten, müssen wir ihn vom Höllentor weglocken. Und dazu machen wir ihn wütend. Ganz grob gesagt, ja. Und wütend wird er, wenn wir das Raptor News Network und Virility aus dem Weg räumen. Genau. Und womit sollen wir anfangen? So, unsere Wertung. Stilpunkte passt. Zeit nicht so. Na gut, ich habe ja viel rumgeguckt. Fortschritt B. Naja, das wird ein A, wa? Keine Gegenstände, keine Tode. Endpunktzahl S. Savage, yeah! So, ich habe 8 Verbesserungspunkte. Und mit den 8 Verbesserungspunkten gehen wir das nächste Mal ran. Schaut euch unsere Webseite an. www.bugnu-productions.de. Gebt eure Comments ab. Ja. Abonniert unseren Channel. Wir sehen uns das nächste Mal. Und tschüss. Sie wissen jetzt von dir, Dante. Bleib unauffällig. Mundus weiß nicht, dass ich existiere, also werde ich mich versteckt halten, bis wir bereit sind. Cat kennt die Virility-Fabrik und weiß, was darunter liegt. Sie wird dich führen. Sehr ungesund. Unauffällig bleiben. Oh, komm schon! Sie haben mich in den Limbus geschleppt. Was? Wie? Schon sind wir wieder im Limbus. Schauen wir, was die... Die Kamera hat dich bemerkt. Sie müssen nach dir auf der Suche sein. Du musst sie ausschalten. Ich weiß. Und gleich gibt's Ärger. Stygia? Ich bin mir nicht sicher. Dann geh. Also selbst die Kameras leben irgendwie. Bin nirgendwo sicher. Ja. Ups. So. Mal auch hier 1, 2 und. Genau. Na, klein wenig aus der Übung. Und ein bisschen mit der Axt rumschnetzeln. Verdammt, ich wurde getroffen. Wutbrecher. Mit einem vollständig geladenen Triebangriff können ununterbrechbare Angriffe des Verwüsters aufgehalten werden. Halte Y gedrückt und lass los, um den Angriff mit Rebellion auszuführen. Muss natürlich im Shop freigeschaltet sein. Okay. Ja, das hat Stil. Und schnell weg hier. Ja. Es ruckelt ein klein wenig bei mir. Tja, ich schaue erstmal, was es hier gibt. Oben kann ich was rausziehen. Und dann kann ich mich auch gleich wieder hochziehen. Okay. Da in der Richtung scheint es nichts mehr zu geben. Versuchen wir mal auf die Häuserdächer zu kommen. Achso, wahrscheinlich ist es nur, dass ich ihn hier kriege. Da genau dasselbe Spielchen, komme ich von hier aus ran.
Nee, aber wahrscheinlich von da oben aus. Vielleicht ziehen wir uns dort wieder hoch. Und versuchen von hier aus. Ja, ganz genau so muss das sein. Das ranziehen. Achso, okay, die kann ich einfach so herausziehen, diese Kameras. Wie klein bin ich mit den Füßen bearbeiten? Fuß ins Auge. Tut schon weh. Noch nie gesehen, dass das passiert ist. Die Stadt selbst versucht, dich aufzuhalten. Super. Virgil hat mir die Standorte der Kameras geschickt. Wir sollten sie besser umgehen. Folge mir. Ich folge dir, wohin du willst. Was mich allerdings mehr stört, ist, dass es hier verdammt ruckelt und ich weiß mal wieder nicht, woran das liegt. Ja, natürlich. Was zur Hölle? Dämonenscherben zu zerschießen. Gar nicht mal schlecht, Mädels. Oh, oh, oh. Da oben ist was Goldenes. Schaue ich mich mal hier um. Ne, von hier aus absolut kein Durchkommen. Im Auge behalten mal. Überwinden kann ich auch nicht. Ups. Bin ich jetzt wieder zurückgegangen oder ist das der richtige Weg? Mal kurz testen, wie war denn das nochmal? Genau. Okay. Sprung, Sprung und Slide. Geschützter Pathos. Ah, den ziehen wir erstmal Schild weg. Oder auch nicht. Erstmal wieder das Fußvolk vernichten. Na, verdammt. Wo ist er denn? Da! Verdammt! Jetzt aber! So! Ja, wohl doch nicht so geschützt, wie du gerne gewesen wärst. Doch in Masse können wir doch schon ein bisschen was anhaben. So, dann arbeite ich ein bisschen mit der Axt. Oder mit allem, was ich so habe. Ganz schön widerstandsfähig, der Kerl. Das soll uns natürlich nicht weiter aufhalten. Verdammt, die tun zwar nicht weh, aber sie nerven. Komm mal her, du. Genau. Im Namen des Vaters. So, wollen wir mal neue Fähigkeitspunkte investieren? Ich denke schon. So, Verbesserung. Ja, Fertigkeiten, Rebellion, ach ja. Erstmal Fertigkeiten weiter ausbauen. Durch Adrenalin getrieben, verursacht Dante mehr Schaden nach einem gut abgepassten Dämonen-Ausweichmanöver. Das machen wir sehr oft. Das sind ja, ey, das sind ja auch schon zwei Tasten gleichzeitig. Wir haben noch 7 Verbesserungspunkte. Die Abrechnung. Folge einem Engelschwung mit einem gut abgepassten Aufwärtshaken, der den Gegner in die Luft befördert. Das ist ja, wenn ich mich ranziehe, ne? Ein Tritt, ja, das ist alles, wenn ich mich hier so ein bisschen ranziehe. Was? Rebellion. Unser Schwert verbessern. Na, da wir das am meisten benutzen.
So, in der Luft. Zweimal Y, Pause, einmal Y. Nehmen wir mit und natürlich den nach größerer Höhen gewinnen, dann gehen wir noch höher. Ich fange einfach mal von oben an, das ist doch jetzt mal egal. So, auf dem Boden. Zweimal Y, Pause, dreimal Y. Luftwirbel, viermal Y, eine Kombination mit mehreren Treffern, bei denen Feinden in der Luft jongliert werden. Okay, da wird er schaden, da ich das ja eh schon habe. Trieb, entfesselt eine mächtige Stoßwelle von Dämonenenergie in Richtung der entfernten Feinde. Durch Sammeln der Energie wird der Angriff noch stärker. So, zwei Punkte, die waren wir hier in Schnellstufe, fügt dem Triebangriff zwei zusätzliche Stoßwellen hinzu. Das wird richtig fett irgendwann mal. Also ist es ja jetzt schon. Fügt dem Triebangriff, was? Noch mehr Schaden. So, das war's erstmal. Gegenstände. Im Prinzip. Ist das hier ganz cool. Erhöht Dantes maximalen Gesundheitswert um 10%. Ist das jetzt dauerhaft? Ist das passiv? Ich denke schon, dann ist es halt immer teurer.